Ja, hallo liebe Leute. Ich habe heute mal eingekauft und zwar für die Woche. Das ist, hier seht ihr den Bon, das ist eigentlich alles relativ simpel. Alles so mal sieben, außer die Eier. Die sind mal 14, weil ich davon zwei am Tag esse. Beziehungsweise zwei Packungen, weil das finde ich irgendwie gerade ein bisschen behindert. Ich wollte unbedingt Bio-Eier haben, aber bei Aldi haben die nur 6er-Packungen Bio-Eier. Also habe ich mir gedacht, okay, mache ich meinen Ernährungsplan so, dass ich 2x6 esse anstatt 1x10. So, mein Ernährungsplan sieht wie folgt aus. Hier 2264 Kalorien, ein bisschen was kommt noch dazu mit dem Bratfett, aber das ist dann halt so, das wird nicht allzu viel sein, wird dann vielleicht auf 2300, 2400 hochgehen. Und sehen wir hier, fangen wir an, Fette 96 Gramm, Kohlenhydrate 56, Eiweiß 292. Und erste Mahlzeit, also die sind auch gut aufgeteilt, alle drei Mahlzeiten, also 784, 795 und 685, alle einigermaßen gleich groß die Mahlzeiten. Und fangen wir hier an. Ei, Tomaten und Stremelachs. Aber hier ganz viele Eier, ganz viele Tomaten und schön viel Stremelachs. Und hier die Krabben auch noch, die sind dann am siebten Tag Ersatz für den Stremelachs. Weil leider hatten sie beim ganzen Aldi nur noch 6 Mal den Lachs und dann habe ich mir gedacht, was esse ich denn am siebten Tag mit meinem Rührei? Und dann habe ich gedacht, naja, ähnlich wie Lachs sind ja irgendwie Krabben, ne? Also haben den von den Nährwerten noch eigentlich haben praktisch kein Fett. Deswegen ist es dann von den Kalorien ein bisschen weniger, aber gut, ist egal. Habe ich einen Ersatz, der, denke ich mal, ähnlich schmeckt. So, und dann hier Mahlzeit 2, 550 Gramm Hühnerbrust, 250 Gramm Karotte, 250 Gramm Paprika und 200 Gramm Brokkoli. Haben wir auch hier das schöne ganze Hähnchenfleisch für die Woche. Brokkoli, Mohrrüben, Paprika. Zum Abend hin gibt es dann wieder 300 Gramm Ei, 250 Gramm Tomaten und dann den schönen Schinken. Hier den schönen fettarmen Schinken mit nur 2% Fett. Wieder so eine Packung Eier und eine halbe Packung Tomaten. Also das ist ganz gut. Ich esse dann einfach praktisch die Tomaten, die Hälfte der Tomaten zum Frühstück und die andere Hälfte zum Abendessen. Und ja, so sieht das aus. Ein Einkauf für eine Woche, falls es euch noch interessiert. Wo steht's? 86 Euro. So sieht das aus. Das war ganz schön schwierig, das herzutragen. Ich habe ja leider kein Auto. Und ich musste das dann, hatte den ganzen Rucksack voll, meine Sporttasche komplett voll und dann noch die Aldi-Tüte komplett voll und bin dann da so hierher gelatscht mit den ganzen Sachen. Das war schon ganz schön schwierig. Aber gut, so sieht's aus.